Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Video von mir und freue mich natürlich wieder sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich hoffe, dass es euch gut geht und falls nicht, dann wünsche ich euch natürlich wieder schnellstmöglichste Besserung, auf jeden Fall, ja. Dass es euch schnell wieder gut geht und ja, ich freue mich, dass ich Zeit gefunden habe, euch dieses Video abzudrehen. Und zwar wird das jetzt der dritte und letzte Teil meiner Nasenhighlighter-Testreihe, ja. Ich habe noch ein paar Highlighter aus meiner Sammlung, die möchte ich euch zeigen. Ich werde es wieder so machen, auf der Hand swatchen und auf der Nasenspitze. Ich liebe Highlighter und ich finde halt, ja, ich persönlich, mir gefällt es besonders gut, wenn ich meine Nasenspitze highlighte. Mit einem Pinsel aufgetragen sieht das etwas, ja, nicht so knallig aus. Damit ihr das aber besser sehen könnt und ich nicht ewig einen Pinsel sauber machen muss, trage ich das ja immer mit dem Finger auf. Und deshalb sieht es natürlich schon mal etwas heftiger aus. Das nur mal am Rande. Ja, ich habe mir Tee gemacht. Und ich würde sagen, wir starten. Ich fange mal an ich habe zwei Highlighter-Paletten. Und zwar einmal eine von Sleek. Diese goldene hier mit dem Namen Sol Stitch. Ja, die habe ich mal geschenkt bekommen und ich finde sie sehr, sehr schön. Da ist ein Pinsel mit bei, den habe ich aber noch nicht verwendet. Und dann sind das diese Farben. Ja, das sind hier zwei Creme-Highlighter. Ja, ich fange mal an mit den Creme-Highlightern. Da haben wir einmal hier dieses Gelb, also was so ins Gelbliche geht. Das ist ein Wahnsinns-Metallglanz. Seht ihr? So, und jetzt gebe ich mir, ich hole euch mal wieder ran. Ich glaube, so müsste es gehen, ne? So, und jetzt gebe ich mir was auf die Stupsnase. Ja. Also das Gelb, ich war erst erschrocken, weil die Farbe wirklich krass gelb ist. Aber ihr seht vielleicht, aufgetragen kommt es dann mehr Champagnerfarben rüber. Kein grober Glitzer, hält auch super lange. Jetzt muss ich mir allerdings feuchte Tücher mal eben hier nehmen. Ich wollte mir erst einen Waschlappen hier hingelegt haben, habe ich aber jetzt vergessen leider. Ja, also der ist wirklich sehr schön. So liebe ich das ja, ne? Ja, so, mal ein bisschen wegputzen. Ich habe heute sogar Make-up im Gesicht. Ja, die Nasenspitze wird gleich kein Make-up mehr haben. So, und der nächste Creme-Highlighter ist dieser roséfarbene. Genau, einmal Handswatch. Und da kommt, ja, so ein bisschen das Rosé rüber, ne? Also so ein bisschen sieht man es so. Aber auf der Nase wieder nicht so, ne? Auf dem Handrücken, ja. Aber ja, also genauso schön wie der Gelbe. Lässt sich gut auftragen. Ja, Creme-Highlighter trage ich dann tatsächlich mit den Fingerspitzen vorsichtig auf, so wie jetzt. Weil mit dem Pinsel trage ich Creme-Highlighter nicht auf. Das funktioniert irgendwie nicht. So, dann haben wir hier noch zwei Puder-Highlighter in der Palette. Einmal auch so ein helles Pink und einmal so ein Peach-Ton, diese beiden. Und ihr seht schon, auch wenn das Puder-Highlighter sind, haben die einen Wahnsinns, ja, ein Wahnsinnsleuchten. So, ich gebe mir jetzt mal nur eine Farbe auf, ja? Ich nehme mal hier den aprikofarbenen, den anderen sparen wir uns jetzt mal. So, und da sieht man schon, bäm, also das ist gewaltig. Ich habe mir jetzt extra auch keinen anderen Highlighter aufgetragen im Gesicht, damit es nicht ablenkt. Also sonst trage ich mir ja auch hier noch sehr gerne Highlight auf, aber der hier, super, ja. Also das sind auch der hier, ne? Die Farbe kommt gar nicht so krass raus, wenn man das vorsichtig aufträgt. Das ist in Ordnung. So. Also eine sehr, sehr schöne Palette. So geschrieben. Ich halte es euch kurz rein. Sol Stitch da oben. Und hier unten, da unten sind die Namen der einzelnen Highlighter. Ich weiß jetzt nicht, ob es die einzeln zu kaufen gibt. Vielleicht. So. Und dann zuletzt, also gerade frisch gekauft, von Make-up Revolution die drei, ach, das spiegelt sich so, also die Highlighter-Palette mit der Nummer 3, gibt glaube ich noch andere, die habe ich jetzt noch nicht ausprobiert auf meiner Nasenspitze. Und zwar, wenn ich sie aufkriege, wäre auch schön, so, ist das ein riesen Oschi, einmal so ein Champagnerton, auch Apricot- und Lavendelfarben, die sind so ein bisschen,
Also nicht ganz so bam pigmentiert. Moment, ich habe hier noch Reste von dem einen Highlighter. Das hier ist der lavendelfarbene. Dann haben wir hier den Peach-Ton, der kommt gar nicht so peachig rüber. Und den goldenen, champagnerfarbenen hier. Da nehme ich jetzt auch nur einen für die Nasenspitze. Ja, also das sind schöne Highlighter, aber die sind nicht ganz so kraftvoll wie eben die von Sleek. Ich nehme jetzt mal den lavendelfarbenen, den packe ich mir jetzt mal hier auf die Nasenspitze. So, aber da ist jetzt nicht so krass grober Glitzer drin. Das mag ich nämlich nicht so. Und ja, das ist jetzt der lavendelfarbene hier. Ne? Und da ist ordentlich. Also da hat man wirklich lange was von der Palette. Wie viel ist denn hier drin? Steht da gar nicht. Aber schön, schönes Leuchten. 15 Gramm sind da insgesamt drin. Also jeder Lidschatten hat 5 Gramm. Wahnsinn. Jo, auch eine schöne Palette, nicht so teuer. Und mir gefällt das Finish auf meiner Nasenspitze. Ja, wie gesagt, mit dem Pinsel knallt es nicht ganz so, wenn man das vorsichtig macht, ne? Aber ihr wollt ja was sehen, denke ich mal. Sonst ist das ja auch nicht so lustig. Jetzt mache ich weiter mit so Stiften und einem Flüssig-Highlighter von L'Oreal. Ich glaube, die müsste es noch geben, oder? Die in der Tube. Da gibt es verschiedene Sorten. Ich habe jetzt die Nummer 301 Icy Glow. Hier, den habe ich. Muss gestehen, habe ich noch nicht häufig verwendet. Und das trage ich mir auch, also mit dem Finger auf. Ja? Dann drücke ich hier ganz vorsichtig. Ich habe jetzt nur so wenig genommen. Schaut mal. Und das hier reicht schon vollkommen. Schaut euch das an. Das kleine Würstchen, das würde mir vollkommen reichen. Jetzt für die Nase. Das ist wirklich Icy Glow. Das passt jetzt in den Herbst, in den Winter richtig schön rein. Wahnsinn. Ja. Und das hier so ein bisschen, ne? Ja, das. Und da hat man, schaut euch die Tube an. Dieses kleine Mini-Würstchen hätte jetzt wahrscheinlich sogar auch hier für beide Seiten noch gereicht. Also man braucht nicht viel. Und drin enthalten sind 30 Milliliter. Ist nicht ganz so günstig, das Dingen, aber gut. Ist halt L'Oreal, ne? So. Dann würde ich sagen, brauche ich mal eben ein trockenes Tuch, ein Lappen. Und jetzt kommen noch 5 so Sticks. Da bin ich am Überlegen, da möchte ich gerne 2 aussortieren, ja. Weil ich die wirklich selten verwende. Eigentlich schade, aber das ist mir wirklich sonst zu schade, ja. Das ist von einer Catrice LE, so ein Highlighter-Stick. Und zwar war das die... Conturious. Limited Edition Conturious, die 01 Gentle Glow. Ich glaube, da gab es auch nur den einen. Den kann man halt so rausdrehen. Und das ist dann sehr, sehr cremig, also fast schon zu weich, finde ich. Also das ist schon heftig. Jetzt gehe ich mal mit dem Finger, das würde ich auch wieder so machen. Zack, ich habe ein bisschen auf die Fingerspitze gegeben. Wir können ja mal, das war ein bisschen wenig, wa? So, ich komme mal näher. Zack. Also das ist sehr, sehr cremig, das Dingen hier, aber leuchtet nicht so dolle. Deshalb werde ich den ausmisten. Ja, mal schauen. Das ist... ich habe auch den Deckel, schaut mal. Ich habe irgendwann mal ein bisschen zu viel Gewalt angewendet. Habe den draufgesetzt und dann hat er jetzt hier einen, seht ihr? Einen Riss. Ja, ich denke, ich werde den weg. Den gebe ich auch nicht mehr weiter. Das ist hygienisch nicht mehr so schön. Ne? Wenn man den aufmacht, hat er eine Haltbarkeit von 18 Monaten. Ich weiß jetzt nicht, wie alt das Ding ist. Das ist mir auch zu gefährlich. Der kommt weg, weil ich ihn einfach... Da fehlt mir was. Das ist nicht bam genug. Ja, genau. So, ich freue mich ja, dass ein paar von euch diese Videoreihe, die ja jetzt mit dem Teil hier endet, dass einige von euch das gerne schauen. So, der nächste Stick ist von Essence aus der, ich glaube von letztem Jahr, Lights of Orient, aus dieser LE, Lights of Orient. Und der heißt 01 Golden Gate to Orient. Auch wieder zum Rausdrehen, kommt ein bisschen Champagnerfarben darüber. Ist auch schön cremig. Aber ihr seht schon, im Gegensatz zu eben dem von Catrice, der hier, der hat mehr Leuchtkraft. Also der glänzt ein bisschen mehr, seht ihr?
Und das ist ja so meins, ne? Deshalb darf der bleiben, ja. Der Essensstick, Moment, was mache ich denn? Ich sage, der darf bleiben und lege ihn aus Versehen in die Aussortierkiste. Ne, den finde ich schön. Das ist, der hat mehr Leuchtkraft und genauso wie ich es mag. So, der nächste ist von Essence auch, der ist, glaube ich, jetzt neu ins Standardsortiment gekommen, ne? Prismatic Holo oder, ja, Hololighter. Ich meine, also entweder letztes oder vorletztes Mal. Der heißt Be Unique, Be Unicorn. Ich meine, der wäre jetzt reingekommen erst. Der ist sehr interessant. Der schimmert weißlich, hat aber so ein, ja, wie der Name sagt, so ein Holo-Effekt. Den gebe ich auf keinen Fall her. Der ist sehr, sehr, ja, kalt, ne? Vom Finish her eher, kann man auch direkt mit der Spitze hier auftragen. Und vielleicht könnt ihr dann, ja, dieses Holo leuchten, ja. Also einen schönen, fettigen, speckigen Glanz und dann, je nachdem, ne, so blau-lila Schimmer. Finde ich genial. Ich mag den sehr. Müsst ihr mal gucken in der Standardtheke. Ja, der darf auch bleiben. Holo finde ich gut. Ja, gefällt mir. So, dann habe ich noch zwei Sticks und das war, glaube ich, letztes Jahr von Douglas, eine LE, der heißt Douglas Illuminator, sonst hat er keinen Namen. Ja, den habe ich so gut wie noch gar nicht verwendet. Der sieht so aus, so ein bisschen marmoriert, schaut mal. Der ist so gut wie noch gar nicht verwendet worden. Warum? Weiß ich gar nicht. Okay, wenn man jetzt hier so, ne, der hat jetzt, ja doch, ich guck mal auf der Nase. Ich muss das testen auf der Nase. Da kann man ruhig ein bisschen mehr nehmen. Ja, doch, er leuchtet. Er hat aber jetzt nicht so einen Wams, so eine farbige Leuchtkraft, ne? Aber er hat halt diesen speckigen Glanz. Doch. Und das ist ein Riesengeschoss. Ich fahre den mal raus. So, ne? Also da kann ich noch highlighten, bis der Arzt kommt. Aber den möchte ich schon gern behalten. Das ist so, weiß auch nicht. Der hat irgendwas. Ist halt ein bisschen dezenter, zurückhaltender. Den möchte ich behalten. So, kommt er erstmal wieder runter. So, und den letzten, den habe ich mal geschenkt bekommen von Kiko. Der Dazzling Highlighter. Den habe ich auch ziemlich lange in meiner Sammlung. Und zwar ist das die Nummer 02. Auch wieder zum Rausdrehen. Wenn man da so guckt, hat ja, meine ich, so ein paar Glitzerpartikel. So goldene. Den behalte ich auch. Das ist so ein schöner, schöner Champagnerton. Oh, das könnte ein bisschen viel gewesen sein, aber gut. Das ist wirklich, ja, ein schöner Gold-Champagnerton und ja, nass glänzend, so mag ich es. Ja gut, haben wir einen Stick aussortiert. Eigentlich dachte ich, ich sortiere zwei aus, aber naja. So ist das nun mal, ne? Wenn man an Sachen hängt. Und jetzt kommen wir noch zu den Puder-Highlightern, die ich noch euch noch nicht gezeigt habe. Da habe ich einmal so ein Döschen von Catrice, habe ich mal reduziert bekommen. Eine LE war das. Und zwar die Eve in Bloom. Ja, Eve in Bloom, die liegt schon ein paar Jahre zurück, aber es ist so ein schönes Ding. Klar, so loses Puder muss man aufpassen. Ich, Esel, habe damals alle Löcher aufgestochen. Ich gehe jetzt mal mit dem Finger rein. So, ja, da sind ganz kleine goldene Partikel. Schaut mal. Ja, so ein bisschen auf die Nase. Oh, der ist so schön. Nein, der muss bleiben. Das ist so ein schönes Ding. Das ist natürlich jede Menge, ne? Also das ist, da kann ich auch highlighten, bis der Arzt kommt. Aber das ist wirklich so ein schönes Puder. 6 Gramm bleibt auf jeden Fall. Finde ich klasse. So ein schönes Champagner-Finish und einfach nur schön. Und es ist eine LE, ne? Kommt dann nochmal so das Sammlerherz hervor. So, dann habe ich nochmal so eine schöne Dose. Oh, was geht denn draußen ab? Der Herbst ist da. Es windet. Das Highlighting Puder von Catrice, die LE liegt auch schon. Rocking Rolls, das war die Rocking Rolls LE.
Die liegt auch schon ein paar Jährchen zurück, aber ich kann mich auch nicht von diesem Puder trennen. Hier ist so eine schöne Quaste drin. Damit habe ich schon mal Dekolleté gehighlightet. Das Puder an sich ist festgepresst. Und ja, ich gehe jetzt mal mit der Quaste hier rein und dipse auf mein Näschen. Ja, und ich würde sagen, da haben wir erstmal so ein bisschen Puder. Puder auf der Nase. Das sieht jetzt fleckig aus. Das sieht nicht so... Na. Also das, ich würde sagen, der Highlighter, ich gehe jetzt mal mit dem Finger rein, ist nicht... Das ist halt mehr... Ja, ist halt kein fettiger Glanz. Jetzt bin ich echt am Überlegen. Schaut mal. Das ist eigentlich mehr so ein... Der hat Glitzerpartikel. Schaut mal richtig da rein. Der hat vereinzelt, seht ihr, da sieht man es. Seht ihr das? Aber das sieht man auf der Nase nicht. Da siehst du mehr so ein weißes Puder. Boah, jetzt bin ich echt krass am Überlegen. Eigentlich wollte ich es nicht, weil... Aber ich das jetzt hier so sehe, das sieht nicht aus. Nein? Okay, schweren Herzens, ich trenne mich von dem Stück. Jawohl. Weil ich hatte jetzt wirklich gedacht, dass der etwas besser rüberkommt, aber das auf meiner Nase ging ja gerade gar nicht. Deshalb weg damit. Dann habe ich von Essence aus der Rave Goddess, die liegt auch schon ein bisschen zurück, den Highlighter mit dem Namen Sparkling Goddess. Jo, mit diesem schönen Blümchenprint. Und der ist auch mehr pudrig, glaube ich. Seht ihr das? Der hat auch nicht so eine schöne Leuchtkraft. Nicht so schön. Okay, ich trenne mich auch von dem. Nein. Es ist ja schon mal, ich meine, gut, klar, du kaufst Sachen LE und so, ne? Aber ich bin halt jetzt so auf dem Trip, dass bei mir mehr ein Highlighter halt richtig glänzen muss. Weil ich ihn halt vorzugsweise gerne auf meiner Nasenspitze tragen möchte. So, und jetzt haben wir hier einen Teil, das kennen bestimmt viele von euch. Da gibt es, meine ich, mittlerweile 3 Stück. Betty, ich habe Cindy Luminizer und wen gibt es noch? Der Betty ist, glaube ich, der bekannteste, ne? Cindy und noch irgendeine Tante. Gibt es auch, glaube ich, mittlerweile in kleiner, im Dreier-Set, alle 3 Damen zusammen. Und ich habe halt Cindy und Cindy ist halt so ein schöner Orange-Aprikot-Ton. Und die haben halt, Moment, ja der nicht. Betty hat mehr so ein, seht ihr, die Betty ist sehr speckig glänzend. Und der hier, den sieht man kaum. Jetzt bin ich mal gespannt auf meiner Nase. Ja, also man sieht ein dezentes Leuchten. Ne, hier. Aber wirklich nur dezent. Ja, aber gut, wenn ich es dann mal ganz dezent haben möchte, von der möchte ich mich auch nicht trennen, nein. Ich hatte auch überlegt, mir irgendwann nochmal die Betty nachzukaufen, aber eigentlich habe ich mir gedacht, Nadine, du hast so viele tolle Highlighter und da sind auch schöne Champagnerfarbene dabei. Und, aber Cindy ist irgendwie besonders auch und ja, die darf natürlich bleiben. Auf jeden Fall. Dann habe ich von Catrice diesen schönen Highlighter hier. Das ist ein gebackener. Aus der Lumination LE. Luminous Light. Habe ich auch schon lange nicht mehr benutzt. Den kann man auch ruhig quasi den Finger anfeuchten. Und etwas feucht auftragen, weil dann hat er hier, bam, Power. Ja. Ich lecke meinen Finger etwas an, gehe in das Teil hier. So. Ja. Auf dem Handrücken knallt er gerade ein bisschen mehr, aber ich habe auch da ein bisschen mehr Spucke genommen. Aber ich liebe den. Er riecht ein bisschen komisch, aber ich glaube, das hat er von Anfang an gemacht. Nein, aber ich möchte ihn nicht missen. Finde ich ein sehr, sehr schönes Stück. Ne? Doch. Brauche nur mal einen feuchten Lappen. So. Huch. Ich denke mal, viele von euch sind jetzt im Halloween-Fieber, ne? Jetzt geht es ja wirklich aufs Ende zu vom Monat Oktober. Ich weiß ja nicht, ich bin jetzt nicht so Halloween-verrückt, aber das liegt anscheinend daran, ich bin halt schon ein bisschen älter und ja, damals, wo ich noch jünger war, war das hier kein Thema, ne?
ist ja erst mit den letzten Jahren so rübergeschwappt. Aber ich finde es schön. So ein paar Kürbisse und so. Doch. Aber ich feiere jetzt Halloween nicht. So, Nase wieder. Okay, geht. Nächste. Von Trend It Up, Nomadic Elegance. Das war eine LE. Dieses Teilchen. Die 010. Ist auch ein schönes Teil. Halt auch so Champagnerfarben. Schön glänzend. Ne? Doch. Kein grober Glitzer. Und auf meiner Nase, finde ich, macht er auch eine schöne Nummer. Ja. Und das ist auch so der Highlighter, der vielleicht von hier von The Balm, dem Betty Lumeliser, so ein bisschen nahe kommt. Ist kein Dupe, aber ja. Finde ich schön. Darf bleiben. Der darf bleiben. Was haben wir noch? Ich habe noch einen gebackenen von Catrice. Ich glaube, das war mal Standardsortiment. High Glow Mineral Highlighter. Ist so ein bisschen abgegrabbelt. Genau, die 010 Light Infusion. Ich glaube, den gibt es so nicht mehr, oder? Ne, der riecht anders. Ja, jetzt war ich mit dem trockenen Finger hier drin. Aber mein Handrücken ist noch ein bisschen feucht. Ja, das ist so ein Zwischending. Zwischen schön leuchtend, etwas pudrig. Auf der Nase. Oh, auf der Nase sieht das Ganze schön leuchtend aus, so wie ich es mag, bleibt. Ja, der bleibt. Ja, ja. Ja, wir haben übrigens hier jetzt gerade Freitag, Wochenende. Und ich versuche auch, dieses Video noch für euch für heute hochzuladen. Jetzt steht das große Herbstkonzert vor der Tür. Ich weiß nicht, ob ich noch ein weiteres Video schaffe fürs Wochenende, aber gut. Machen wir weiter mit Essence Hello Autumn. Die LE liegt auch schon länger zurück. War sehr gehypt. Dieser, ja, hier steht drauf Multicolor Puder. Dezente Schimmerpartikel. Jetzt schauen wir mal. Ja, passt halt in den Herbst hier mit den Blättern, ne? Schöne Brauntöne. Sieht dann so aus. Geswatcht. So. Sieht man kaum. Etwas braun. Ja. Und auf der Nase. Okay. Das ist halt, ja, ganz dezent. Also das ist schon zu dezent, leider. Er sieht schön aus mit den Blättern. Ich werde ihn ausmisten, weil ich ihn für meine Nase, also ja, nicht verwenden werde. Ist zwar schade, aber nein, er darf gehen. Den kennen bestimmt alle von euch von Rival de Loup Young, der gebackene Highlighter hier. Riesengeschoss. Moondust. Und ich glaube, den gibt es auch noch, ne? So. Ah. Und ich feuchte mal meinen Finger ein bisschen an. Ja, der knallt auch und hat einen ordentlichen Rosastich. Ich schau mal, wie das auf der Nase aussieht. Ja. Ich würde sagen, der kann was, der leuchtet, definitiv. Der leuchtet, Wahnsinn, der bleibt auch. Ja, das ist, so mag ich das, schön leuchtend. Ich brauche gleich wieder einen neuen Lappen, glaube ich, Moment. Mhm. Jo, ein paar sind es noch. Catrice, das war die Limited Edition Contour Wheels. Genau, das ist das Strobing Duo Highlighter. 9 Gramm. Ihr seht zwei Farben. Einmal so ein Aprikot, einmal so ein Hautton, würde ich sagen. Ja, und ich gehe jetzt mal in beide. Der glänzt leider auch nicht so schön. So ein bisschen halt. So. Ja, also ganz dezent. Ist was Dezentes. Da bin ich echt am Überlegen, weil irgendwie hänge ich da dran. Ich weiß auch nicht, warum. Muss mal eben in den Spiegel gucken. Aber auf der Nase sieht es komisch aus. Nein, ich sortiere auch den aus. Komm. Jo. Ich habe ja so viel Highlighter. Spiegel eben richtig. Nee, das sieht komisch aus auf der Nase. Kann mir den Spiegel auch mal eben, das seht ihr ja nicht, näher stellen. Ja, so, mache ich weiter mit einem goldenen Stück von Essence Mary Berry. Genau, das ist der mit den Sternen.
Die LE liegt auch schon ein bisschen zurück. Schön golden. Auf dem Handrücken. Ja, es ist in Ordnung. Also jetzt gucken wir mal auf der Nase. Ja gut, meine Nase ist natürlich jetzt auch ein bisschen, obwohl es geht noch, ein bisschen ramponiert. Ja, hier sind so ein paar Partikel drin. Ich gucke gerade, aber so aus der Ferne würde ich sagen, ist das okay. Und so viele krasse goldene Highlighter habe ich jetzt auch nicht. Nein, der bleibt. Du darfst bleiben. Der darf bleiben. Genau. Jo. Dann ein neues Teil, eigentlich ein Blush, neu bei P2 eingezogen, der Rainbow Blush. Ja, ich habe den schon benutzt, die 010 Harmony, so heißt das gute Stück. Aber wie gesagt, also für mich, ich gehe jetzt mal überall durch. Und dann habe ich jetzt hier einen doch krass gelb-goldenen Highlighter. So, jetzt gehe ich nochmal hier überall durch und tue mir das auf die Nasenspitze, auf die Nasenspitze. Und dann seht ihr halt, bitte, wer nimmt dieses Blush als Blush? Also für mich ist es ein Highlighter, ganz klar, ne? Ja. Ist für mich kein Blush. Er leuchtet schön. Ich finde ihn sehr, sehr schön. Also, ja, ist mal was Besonderes, ne? Wie gesagt, das ist für mich ein Highlighter. Und in keinem Fall, ich glaube nicht, dass irgendjemand das als Blush verwendet. Schreibt mir das mal. Also nein. Da kommt doch ganz krass das Gelbgold durch, ne? So, dann habe ich hier ein gutes Stück. Das war auch sehr gehypt. Ich glaube, da gab es verschiedene Farben. Ich habe jetzt aber nur diesen hier. Von Catrice, die Preta Lumière LE. Das ist die 03 Prismatic Pink. Genau, da gab es, glaube ich, noch zwei andere Farben. Und ich habe diesen hier. Sieht auch aus, wenn man das so sieht, könnte man sagen Blush, aber ihr seht vielleicht, wie krass der changiert, wenn man da durchgeht, ne? Golden. So, auf der Nase. Ja, das ist, ne? Wunderschön, könnte ich auch nie hergeben. Ist ein ganz, ganz tolles Teil. Mhm. Ja, mag ich sehr. Du darfst natürlich bleiben. Die LE liegt auch schon bestimmt 2-3 Jahre zurück. So, jetzt mal gleich wieder ein bisschen die Nase abpudern. Die wird schon langsam rot. Dann habe ich von Catrice, den gab es mal in der großen Theke allerdings immer nur. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Highlighter Puder. Die 010 Stardust. Ja. Also den habe ich wirklich, das ist, ich glaube bei Müller, genau bei Müller. Seht ihr? Da sieht man so hell und dann so ein bisschen ins Pinkfarbene. Ja, der hat auch eine schöne Leuchtkraft. Also ich glaube, es gibt ihn nicht mehr. Aber ich will jetzt, ich will es nicht verschreien, ich weiß es jetzt nicht. Gut, der hat auch eine super schöne, ist ein schöner heller Highlighter. Finde ich sehr, sehr schön. Bleibt auch. Doch. Macht eine gute Nummer auf der Nase. Dann habe ich hier von Alver... Hä? Dieses Puder, jetzt bin ich gerade am Überlegen. Das ist Naturkosmetik, ein Illuminating Puder. Okay, dann ist es wohl ein Puder mit Leuchtkraft. Ich dachte jetzt gerade, ich hätte mich vertan. Ja, zaubert strahlende Highlights auf Gesicht und Dekolleté. Jetzt weiß ich nicht, wie alt das schon ist. Ich glaube, es ist aber noch nicht so alt. Ja, ist also... ein Highlighter mehr und kein Puder. Da müssen wir noch ein bisschen was nehmen. Ja. Okay, hier erleuchtet ein bisschen so gelbstichig, aber nicht so krass. Mal gucken, wie es auf der Nase... Oh, doch. Ja. Also erleuchtet dezent. Ja, bleibt. Für dezentes Leuchten ist es noch brauchbar. Ist nicht ganz so staubig wie eben der andere von Catrice oder so, ne? Ja, jetzt habe ich hier ein zweigeteiltes Ding. Das war die Retro Repeats LE von P2. Da gab es, glaube ich, auch noch eine andere Farbzusammenstellung. Ein Duo Highlight. Ich habe die 020 Harmony. Und ja, also das würde ich jetzt eher zum Bronzen verwenden. Ne? Und dieses Teilchen zum Highlighten. Genau, das mache ich jetzt auch mal hier auf dem Handrücken.
Sieht dann so aus. Da ist er. Ist gar nicht so powervoll. Auf der Nasenspitze. Ja. Ist auch dezent. Aber ist ein schönes Teil. Und ich muss. Ja, ich habe den jetzt halt in der Highlighterkiste. Ne? Ich könnte den auch mal jetzt rauslegen in die Schublade. Weil zum Bronzen könnte ich. Er ist zwar etwas orangestichig, aber könnte ich mir zum Bronzen auch vorstellen. Bleibt. Bleibt. Genau. So. Es sind noch 1, 2, 3, 4, 5. Dann habt ihr es geschafft. Und ich auch, meine Nase. Ja, ein weiteres schönes Teil von Catrice aus der Caviar Gauche oder Gauche. Clear de Lune. Das, da haben einige gesagt, aber das, könnte, das sieht aus, dieses Emblem hier, wie ein Blumenkohl. Ja. Genau, ich gehe da mal durch und da sind, könnte auch vielleicht grobe Glitzer... Oh, das war ein bisschen heftig. Seht ihr auch ein paar grobe Glitzerpartikel? Oh, ist sehr staubig. Seht ihr? Sehr, sehr staubig. Oh Gott, oh Gott. So, jetzt wollen wir das mal verteilen. So ein bisschen abklopfen. Oh nee. Schade. Diese... Es ist mir zu staubig, es glänzt nicht, seht ihr? Es leuchtet gar nicht. Und diese Partikel, diese gröberen Glitzerpartikel, setzen sich dann schön hier in meine Poren. Schade. Nee, ist durchgefallen. Den sortieren wir dann auch mal aus. Ja, das ist nicht schön hier. Sehe ich nämlich gerade. So, dann habe ich hier, ich glaube, das ist mein ältestes Schätzchen. Damit hat so ungefähr meine YouTube-Geschichte hier angefangen. Wunderschön aufgemacht. Habe ich damals reduziert bekommen von 4,49 Euro auf 2,15 Euro. Ja. Und das war die LE Urban Barock. Urban Barock. Wer kennt die noch? Alte Hasen, bitte melden. Spiegel und dieses schöne farbige Muster hier. Und es riecht immer noch leicht. Es war sehr stark parfümiert, aber ich rieche noch diese schöne blumige. So. Das war, das müsste ungefähr der älteste Highlighter sein. Und ihr seht, damals, damals, ist leider nicht so krass. Mehr halt so ein Hell Puder zum Aufhellen. Aber es ist nicht so staubig und hat nicht so krassen groben Glitzer. Ich könnte jetzt sagen, dass mir das zu matt ist. Aber das ist wirklich so, da kommt der richtige Sammler durch. Da hänge ich wirklich dran. Könnte ich mich nie von trennen. Aber es, ich finde auf der Nase, es geht noch. Es geht, ja. Den könnte ich auch mal vielleicht zum Aufhellen hier. Den lege ich mir jetzt mal raus zum Highlighten im Augeninnenwinkel unterm Augenbrauenbogen. Und wie gesagt, da hänge ich dran. Das ist... da hängen jetzt fast, ja, über 5 Jahre YouTube-Geschichte dran. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. So, die letzten drei. Da haben wir hier von Rival de Loup aus der Julie Fleur den Highlighter hier. Liegt, glaube ich, noch nicht ganz so lange zurück. Genau, da wollen wir mal schauen. Das ist dieses Teilchen, so, ja, orangestichig. Mit so goldenen Glitzerpartikeln. Jetzt kriege ich irgendwie gar nichts ab. Was ist denn das? Hier auf dem Handrücken. Da seht ihr so ein bisschen hier. Ich, sieht man nicht viel, ne? Schade, schade. Ich glaube, den habe ich mal geschenkt bekommen. Aber irgendwie macht der gar nichts. Ne, der ist einfach nur staubig. Der macht gar nichts. Nee, dann sortiere ich den auch aus. Weil ich würde ihn nicht benutzen und dann wird er mir hinterher wirklich immer mal vergammeln. Nein, der macht leider nichts. Schade. Ja. So, die letzten beiden. Essence Cinderella, der Highlighter hier aus der Essence Cinderella LE. Wunderschön. Mit diesen Rosen. Der ist wirklich wunderschön. Ich glaube, den haben sich viele geholt. Und der hat ja zum Glück eine schöne Leuchtkraft. Und da stehe ich ja drauf, wie ihr wisst. Und deshalb bleibt der natürlich. Wunder, wunderschönes Stück. Wunderschön. Liegt auch schon ein bisschen zurück. Aber ich mag ihn sehr. So. Und das letzte Stück ist von der Vivid Bakit Highlighter von Make-up Revolution. Ist auch ein großes Stück. Und zwar Peach Lights. So heißt der.
Peach Lights. Ja. Ein großes Geschoss mit 7,5 Gramm Inhalt. Und der hat auch so einen leichten Holo-Schimmer. Ich weiß nicht, ob ich das so einfangen kann. Ja, ist ein gebackenes Dingen. Trockener Zustand. Selbst im trockenen Zustand eine Wahnsinnsleuchtkraft. Wow. Ja, und der hat halt so ein Changieren, so weiß und ja, halt pink so ein bisschen. Mag ich. Bäm. Bleibt. Ihr Lieben. Ja, ihr habt es geschafft. Ich werde mir jetzt mal wieder ein bisschen die Nase, so ein bisschen Make-up drauf machen. Das so ein bisschen angleichen. Und ja, ich würde sagen, ihr habt es geschafft. Und jetzt gucken wir doch mal. Wie viele habe ich denn ausgemistet? Ja, den werde ich wegwerfen. Den habe ich hier kaputt gedreht von Alverde. Nummer 1. Dann habe ich hier so einen Stick. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und der von P2, 12. Hätte ich wirklich, muss ich gestehen, nicht gedacht. Ich dachte wirklich, jetzt suche ich euch nochmal wieder nach hinten. Ich hätte wirklich gedacht, es wären vielleicht höchstens 3 bis 5, weil ich wirklich Highlighter liebe. Aber ich muss wirklich sagen, wenn ich das so jetzt gesehen habe, dass manche Highlighter halt nichts bringen auf meiner Nase. Ja, dann muss man auch sagen, komm, dann sortier das mal aus, ne? Genau. Und ja, ich bedanke mich fürs Einschalten, ihr Lieben. Und ich freue mich natürlich wieder, ja, riesig, wenn ihr im nächsten Video mit dabei seid. Und bis dahin, bleibt mir gesund und bis hoffentlich ganz bald, eure Nadine.